wenn ich irgendwas tue, was mit Musik zu tun hat, also sei es Tanzen oder Klavier spielen, hilft mir das einfach irgendwie abzuschalten und Sachen zu verarbeiten. Und vor allem in solchen Situationen gibt mir das halt ganz viel zurück. Wenn ich halt irgendwie schlecht gelaunt bin oder gut gelaunt bin, kann ich da halt meine Emotionen halt rauslassen, mich ans Klavier setzen und halt einfach mal an andere Dinge denken und mich halt voll und ganz auf die Musik konzentrieren. Damit hat alles begonnen. Das war auch meine allererste eigene Komposition. Das ist so eine besondere Erinnerung. Ich durfte mit dem Lied nach Madrid auf einem Konzert spielen, auf dem European Junior Original Concert. Und danach auch noch nach Tokio reisen, um das dort vorzuspielen. Durch diese Konzerte habe ich halt ziemlich viele neue Erfahrungen sammeln können. Und es war halt sehr beeindruckend, vor so vielen Leuten immer zu spielen. Und die Komposition war halt der Schlüssel. Und dadurch hat es halt irgendwie immer eine besondere Erinnerung für mich, weil ich halt sehr dankbar auch bin, dass ich das alles erleben durfte. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich sozusagen in den Raum gegangen bin und ich habe noch viele andere Kinder gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es so große Instrumente gibt. Und dann wurden wir an die Keyboards gesetzt, damals noch mit unseren Eltern. Und ich weiß noch, dass ich direkt mich sozusagen hinsetzen durfte und einfach ausprobieren durfte, auf diesem Keyboard zu spielen, zu der Musik. Wir wurden halt ganz, ganz, ganz langsam rangeführt. Also haben erstmal nur mit einem Finger gespielt, dann irgendwann haben wir versucht, mehrere Finger zu benutzen. Dann kam irgendwann die zweite Hand dazu. Und so wurde man halt langsam aufgebaut. Ich glaube auch, dass das so ein Auslöser war, dass ich mich direkt dazu hingezogen gefühlt habe oder wohlgefühlt habe. Ich glaube, dadurch hat sich auch ein bisschen so Zielstrebigkeit entwickelt, dadurch, dass ich halt den Wunsch hatte, das Instrument zu erlernen. Das ging halt schon früh los mit den Aufführungen bei Yamaha, aber man wurde halt so langsam rangeführt und deswegen wurde einem auch immer so die Aufregung genommen. Das ist natürlich etwas, was mich geprägt hat, weil ich dadurch halt ja schon deutlich selbstbewusster wurde und weil ich dadurch halt viel gelernt habe auch, wie man mit Drucksituationen umgeht und wie ich das halt auf meinen Alltag quasi anwenden kann. Wenn ich auf die Bühne gegangen bin, so als ich noch kleiner war, da hat mir das eigentlich nicht wirklich was ausgemacht. Also man hat, glaube ich, als Kind nicht so diese Gedanken, so darüber nachzudenken in dem Moment, sondern freut sich einfach. Und dann danach habe ich dann immer so gemerkt, so ja, okay, eigentlich hätte ich es jetzt nochmal gerne gemacht. So schade, dass es so schnell vorbei ist. Also rückblickend kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, dass ich viele tolle Erlebnisse und Erfahrungen sammeln durfte. Zum Beispiel auf großen Konzerten vor den Eltern oder Freunden zu spielen oder für mich selber irgendwelche neue Klavierstücke zu lernen. Ja, würde ich es jedem empfehlen, sich an der Musikschule anzumelden. Und sich mit Musik zu beschäftigen. Ja.